Für das wunderbare, ja, das ist blöd. Grußwort. Ja, es ist ein Starkbierfest, hat es geheißen, oder? Da muss ich auch ein Starkbier trinken als Redner. Also, ich stelle es einmal dahinter. Ich möchte ihn recht herzlich begrüßen, möchte mich recht herzlich für die Einladung bedanken. Du hast vergessen, dass ich stellvertretender Sprecher von den Spätaussiedler, Vertriebenen und Vertriebenen bin im Bundestag für die AfD und einem Sudetendeutschen Rat sitze als bei den Sudetendeutschen. Also, und du hast mir das ist eigentlich immer mein Abschlusssatz, was ich sage, warum dass ich das so mache, hast mir jetzt leider vorweggenommen. Aber es ist wirklich so, kurz zu meiner Person, Stefan Protschka, 42 Jahre jung, seit ich 19 bin, habe ich eine und dieselbe Frau. Also es gefällt den Grünen nicht so, das ist das. Meine Frau war 17, ich war 19, also man seit über 23 Jahren liiert, aus der 2003 haben wir dann geheiratet, zwei Kinder bekommen, kleines Häuschen zu Hause, kleine Firma zu Hause, fast schuldenfrei. Warum macht man den Scheiß? Warum lässt man sich dann jeden Tag bespucken? Warum lässt man sich jeden Tag beschimpfen? Und zwar nicht nur als Nazi und Faschist, ich meine, es geht man mittlerweile da rein und da raus, sondern man wird auch anders beschimpft und anders bekämpft. Und wenn ich sage, dass jetzt kann ich ja sagen, wenn der Bürgermeister bei dir im Hof drin steht und schreit umeinander, du bist die Schande von Mamming, dann muss ich mal sagen, wo habt ihr denn ist oder im Gehirn verloren. Und das finde ich das Schlimme. Und deswegen bin ich einfach überzeugt davon, dass ich das Richtige tue und dass ich es auch tun muss, weil wir nehmen keinen demokratischen Staat mehr. Wir nehmen keinen Staat mehr, in dem ich Meinungsfreiheit habe, in dem ich sagen kann, was ich mag, solange ich keinen anderen nicht verletze. Ich wüsste nicht, dass ich meine Reden oder meine Taten schon mit irgendjemandem persönlich angegriffen hätte oder persönlich verletzt hätte. Bloß wenn ich sehe, wie gesagt, Ulrich hat es gerade gesagt, wir haben bei den Gegendemonstranten, was mir da wieder alles an den Kopf geworfen worden ist, muss ich sagen, ich beleidige keinen anderen Menschen, so, auch wenn er anderer Meinung ist. Ich habe es ihnen auch draus gesagt, sag, ich versuche, mit mir rennt es zwar nicht, aber ich versuche im Bundestag mit den Grünen, mit den Linken zu rennen, ganz einfach, weil ich Demokrat bin. Weil wenn 6 Millionen die AfD im Bundestag gewählt haben und 4 Millionen haben die Linken gewählt und 4 Millionen haben die Grünen gewählt, da muss ich sagen, das ist das Abbild von unserem Deutschland. Und die 709 Abgeordneten der Omer haben dann das, was das Volk will, auch zu vertreten. Und ob das ein Linker oder ein Rechter ist, oder ein Grüner ist, oder ein Blauer, oder ein Lila-Blasblauer, ist mir in dem Moment scheißegal. Da bin ich Bundestagsabgeordneter und habe die Meinung zu vertreten. Und da rede ich mit jedem. Und das muss wieder her in dem Land, dass mit jedem gesprochen wird. Er darf politisch anderer Meinung sein, aber persönlich darf ich keinen beleidigen und keinen angreifen. Und deswegen mache ich Politik und das ist für mich sehr wichtig und das liegt mir am Herzen. Aber wenn wir schon einen Starkbierfest haben, dann trinken wir auch mal. Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe geheißen, vorsichtig, es hat über 7 Umdrehungen. Bin einmal gespannt. Ich habe Gott sei Dank jemand dabei, der von kann, wenn es wirklich war. Also wenn es schmeckt, dann können wir auch danach noch eins trinken. Da bin ich jetzt eher schmerzfrei, weil normal sage ich, weil ich rede so lange, bis ich ein Maß Bier drungen habe oder bis die Leute gehen. Bis jetzt habe ich nach der Maß Bier noch einen Schnaps gekriegt. Weil dann rede ich nämlich weiter. Also wenn es nicht gefällt, könnt ihr mir auch einen Schnaps erzählen, habe ich kein Problem. Aber jetzt trinken wir zuerst einmal Prost auf den Wirt oder aufs Hotel, die noch keine Scheu haben, der AfD einer zum lassen, gibt es nämlich auch nicht mehr so oft. Prost! Oh. Weil wir nämlich gerade, ihr habt es vielleicht so oder andere gesehen, ich habe noch ganz aufgeregt WhatsApp gelesen, weil wir hätten heute eine große Veranstaltung in meinem Kreis mit meinem Kollegen Johannes Huber und gesagt hat, da hat der Wirt aufgrund von Drohungen und gegen Demonstranten heute um 17.30 Uhr uns wieder aus der Lokalität geschmissen, weil die Linken sehr aggressiv in Dingolfing heute vorgegangen haben, sodass der Wirt, übrigens der Wirt ist kein Deutscher, weil wir haben ja bei uns im Kreis leider keine deutschen Gastwirte mehr, da wo wir eine dürfen. Und der hat uns dann leider des Platzes verwiesen, aber wir haben wieder sagen, wir verklagen keine Wirte nicht, weil der Wirt ist ja genauso mitleidtragender von der Absage
als wir mir selber. Und deswegen wünsche ich Ihnen Wirt weiterhin gute Geschäfte und unser gutes Wahlergebnis. Das würde ich eigentlich nur noch zu kurz gesagt haben. Aber was ist an der Politik das Wichtigste? Oder was kann eine AfD bewegen? Oder was hat eine AfD bewegt? Grüß dich, Corinna. Wir im Bundestag mit 12,5 oder 13% ist ja wurscht. Natürlich können wir keine Gesetze nicht verabschieden. Natürlich können wir keine Anträge positiv verabschieden oder wie auch immer. Aber wir können, und das Plakat ist leider nicht da, ich hätte es davor sehnsüchtig gesucht, weil das habe ich alle hochgehalten in meine persönlichen Reden oder Kreistagsreden. Es ist Aufklärung. Das ist Information. Ein Migrationspakt zum Beispiel war im Bundestag nie debattiert worden, wenn es eine AfD nicht gegeben hat. Ein Flüchtlingspakt war im Bundestag nie debattiert worden, wenn es eine AfD nicht gegeben hat. Die ganze Dieseldebatte war nie so groß geworden, wenn es eine AfD nicht gegeben hat. Natürlich haben wir es nicht verhindern können. Das ist ganz klar, weil wir heute gerade 12 oder 13% haben gegenüber der Bundesrepublikanischen Einheitspartei. Das ist halt das Schlimme. Draußen ist uns zum Beispiel vorgeworfen worden, wird jetzt draußen vor, ich setze gegen alles, ich setze alles auf. Ich setze einfach gegen alles. Sag ich, was bin ich denn? Natürlich hat Presse geguckt, am zweiten oder dritten Sitzungstag haben wir die Linken zugestimmt. Dann fragt Presse, aber kann es sein, dass die Rechten der Linken zustimmen? Sag ich, wenn der Antrag vernünftig ist, dann stimme ich dem zu. Das ist Demokratie, wenn es bei uns im Programm drinsteht. Und dann stellen halt die Linken den Antrag, weil halt bei denen auch im Programm drinsteht. Und der Antrag ist gut, dann stimme ich dem zu. Das ist doch ganz demokratisch. Und so soll es doch auch sein. Ich mache doch im Bundestag kommen, ich hoffe, dass mir jeder versteht. Wenn nicht, dann sagt es, dann rede ich eine Menge langsamer, aber ich rede halt, wie ich daheim hingehen. Wenn das mengt doch auch die Leute, wenn das identisch ist, dann kann ich doch dem zustimmen. Und ich stimme doch nicht dagegen, gerade weil er von der Linken ist, oder weil er von der Schwarzen ist, oder weil er von der Gelben ist. Wenn es vernünftig ist, ist es vernünftig, meine Damen und Herren. Und da müssen wir wieder hinkommen, und das hat auch irgendwas mit Aufklärung zu tun, dass Politik nicht mehr so ein Herrschaftsinstrument ist, wie es bis dato war. Weil, wie ich gesagt habe, wir haben Heizung im Bundestag, ich komme gleich ein wenig oben auf Kommunalebene und auf Kommunalthemen, aber das hat alles, wir haben nicht eine Partei, die von oben nach unten gewachsen ist, im Gegensatz zu anderen, die teilweise über die Grünen, nein, die Grünen haben auch von oben nach unten, ist ja wurscht, die Grünen sind überflüssig, das ist aber, jetzt habe ich einen Fumm verloren, wo war ich denn? Ja, bei den Grünen, da muss ich zwischendurch, nein, das verzeih ich jetzt nicht, das kommt am Schluss dann. Wir haben von oben nach unten gewachsen und die Aufklärung ist einfach so wichtig, weil wir haben angefangen haben, da oben die Altparteien, ja, darf ich sagen, weil Frau Roth schimpft zwar, weil dass wir Altparteien sagen, aber sie selber hat es verwendet, also sage ich es auch, die waren in so einem Klummel drin, die haben sich richtig wohl gefühlt. Die haben da ein wenig Show gespielt, da haben die Gelben waren auch nicht drin, da haben die Grünen einmal und die Dunkelroten haben einfach ein wenig geschimpft und ein wenig hysterisch da, aber im Großen und Ganzen haben sie Gelder untereinander zugeschoben. Übrigens der erste Antrag von der FDP, der seitdem dann wieder drin war, das war die Diätenerhöhung, gell? Das war schon jeder der Anwaltspartei, das war der erste Antrag der FDP, die Diätenerhöhung. Aber die Grünen, die Dunkelroten, die Roten und die Schwarzen, die vorher drin waren, die haben sich noch richtig heimisch gefühlt, da hat keiner den anderen weh da, da haben sie ein wenig umeinander da, keiner hat was nach außen dran. Ja, kein Aufklären, ja, mit keinem Reden, weil sonst kann es vorher aufkommen, was wir mir da deren. So haben sie die gefühlt und auf einmal kommt die AfD. Was haben wir da? Wir haben nur aufklärt, wir haben nur versucht, eine Bevölkerung aufzuklären. Ich sage aber, wir haben der Politiker zum Anfassen. Die Leute freuen sich, wenn ich da haben, oh, du gibst dir nicht jeden Tent, mit dir kann man Selfies machen. Sag ich, ja, ich war vorher der Stefan und bleib jetzt der Stefan. Und das ist das Wichtige. Und wenn ich mein CSUler anschaue oder mein SPDler anschaue, also mein Landkreis hat Glück, der hat 3 MDBs im Bundestag, die reden nicht mit den Leuten, die halten keine Veranstaltungen. Ich bin in meinem Wahlkreis 2-mal im Mordnord auf Infoveranstaltungen. Da können die Leute mit mir reden, da können sie kommen und wenn gerade fünf da, dann ist es lustig, wenn wir 50 da haben, 50 da. Und das ist das Wichtige, was wir wieder tun müssen. Wir müssen die Leute aufklären. Über das, was auch die Politik tut. Dann geht ja die Politikverdrossenheit wieder weg. Und warum? Ich hab da vorne weitergemacht, wo ich herkomme, wer ich bin. Ich war 17 Jahre lang bei der JU von 1993 bis 2010. Ich bin damals ausgetreten nach der ersten Griechenlandhilfe. Warum bin ich ausgetreten? Weil ich als Bur Flyer verteilt habe, wo draufgestanden ist, kein Land muss für die Schulden der anderen Länder aufkommen.
Und das ist, und dann haben sie es trotzdem noch. Und das ist für mich Wortbruch. Für Vertragsbruch gibt es Vertragsstrafen. Aber für Wortbruch habe ich kein Verständnis. Weil wenn ich jemandem ein Wort gebe, dann führe ich es ganz von hinten. Was ist an der Politik? Und das geht, das hat man angefangen, das ist im Bundestag angegangen, da waren wir, ich denke, wir haben relativ gut, wenn uns einer oder andere schon verlassen hat, dass wir nur noch 89 haben. Das wird, kann ich jetzt schon sagen, nach den Listenaufstellungen ab 25.06. dürfen Direktkandidaten gewählt werden. Und ich glaube, ab 25.09. oder 26.09. dieses Jahr dürfen Listen aufgestellt werden. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, dass uns noch der oder andere verlassen wird in der Bundestagsfraktion. Warum? Der schafft es nicht mehr auf der Liste, weil er nicht mehr gewählt wird oder wie auch immer. Und der muss ja dann reinspülen. Der hat ja dann den Rechtsruck der AfD auf einmal gespürt oder was weiß ich. Und dann muss er sich wieder reinwaschen. Meine Damen und Herren, ich bin schon so oft nach rechts gerückt, ich bin schon dreimal links rausgekommen mit dem ganzen Scheiß. Also das ist ja sehr der Dreck. Ich glaube, wir haben jetzt auch im Landtag, auch wenn wir uns da schon zwei verlassen haben, gut, der eine war zahlt, der andere war ein Depp. Ist so, sage ich Ihnen auch ins Gesicht. Aber ich glaube, dass die trotzdem eine gute Arbeit machen. Ich meine, man muss sie anfangs finden, man hat vielleicht anfangs ein paar Probleme gegeben. Aber ich glaube, wir haben alles erwachsene Menschen und ich glaube, man kann sich da zusammenraufen. Und dann wird das schon. Weil wenn ich anschaue, wie die Kräner angefangen haben, mit ihren stressfreien Wolle, wo sie gewaltfreie Pullover gestrickt haben im Bundestag drin und heute laufen sie mit einem Anzug umeinander, also die Leute haben überhaupt nichts mehr von dem, was sie eigentlich einmal vertreten haben. Für das finde ich, haben wir mir relativ gut. Ich glaube, wir haben eine Spitze. Warum haben wir mir so gut? Wir haben alles Leute, die aus der Wirtschaft kommen, die einen vernünftigen Beruf erlernt haben, die wo alle gearbeitet haben. Von uns 89, die wo wir nachher im Deutschen Bundestag haben, 87 aus dem Berufsleben raus in die Politik. Ich habe ein kleines Geschäft daheim. Dirk Spanier zum Beispiel kennt vielleicht der Dieselgott, hat bei Mercedes gearbeitet, bei der Entwicklung von Motoren. Frau Weidel war in der Bank. Dann haben wir den einen oder anderen Doktor, Professor. Übrigens, wir haben einmal also einen SPD-Kandidat vorgeworfen, jetzt soll ich mir mehr studieren und alle ein bisschen entschuldigen oder was weiß ich. Dann habe ich ihm gesagt, so, und jetzt schaust du mir, ob er prozentual die meisten Professoren und Doktoren im Bundestag drin sitzen hat. Das sind wir nämlich mir. Dann schimpfen sie uns über Nazis und Faschisten. Wir haben einen höheren Migrantenanteil prozentual im Bundestag drin sitzen als der FDP oder als der CDU-CSU. Also was uns die da alles vorwerfen, das ist nur dumm. Warum ist das dumm? Der Ulrich hat vorher gesagt, sie haben keine Argumente. Und wer halt keine Argumente hat, haut zu. Das ist immer schon so. Das sagt der Linke, das sagt der Rechte, das sagt die Vollidioten, das sagen alle. Wenn ich keine Argumente mehr habe, dann werde ich aggressiv. Und wie aggressiv das die haben, sieht man seit einer. Weil was kann ich dafür? Was kann Corinne dafür? Was kann der Ulrich dafür? Was kann irgendjemand da erinnert dafür, dass ein voll durchknallter Mensch zum Schießen anfängt? Dasselbe ist, was kann ich dafür, dass ein Vollknaller mit einem LKW in einen Christkindlmarkt fährt? So, und jetzt kommt der Unterschied. Beides Mal ist es Versagen unserer regierenden Parteien. Warum? Der eine, durchgeknallt, ich meine, der Ulrich hat schon gesagt, hat irgendwelche Stimmen gehört, das ist für irgendeinen Geheimdienst, muss 20 Völker auslöschen, dass er seinen Plan von der Zeitmaschine umsetzen kann und Millionen von Jahren zurückreisen kann und schauen, dass der Planet ja nicht bevölkert wird. Also, Entschuldigung, dass ich Sie einen Waffenschein gebe. Ich habe einen Kollegen bei uns, der hat einen Jagdschein gemacht, der von der AfD aus drehen müssen, dass er einen Waffenschein kriegt. Also AfD-Mitgliedschaft ist schlimmer, als wir durchknallt sein. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass dem sein Vater, ich mag jetzt da keine Partei irgendeinen Vorwurf machen, dem sein Vater für die Grünen in Stadtrat kandidiert hat, also Grün, und die Behörde, die ihm den Waffenschein ausgehändigt hat, SPD-geführte Behörde. Aber der AfD ist schuld. Das nächste Thema war der Breitscheidplatz.
Ich möchte nicht sagen, dass Merkel schuld war. Aber ich habe draußen, haben sie mich auch angefeilt, weil wir haben es gesagt, an Hanau ist der AfD schuld. Dann habe ich gefragt, wer ist dann am Breitscheidplatz schuld? Da hat die Deutschen schuld. Dann sage ich, das ist ja Blödsinn. Sage ich, die ganzen Deutschen können nicht schuld sein. Zu den draußen kommen noch kleiner. Das ist Behördenversagen. Weil wenn einer nach Deutschland kommt, hat 14 Identitäten, wenn ich 12 von deiner Linie sage, Grüne, dann unterbrichst du mich. Der hat 14 Identitäten. Fährt mit einem Lastwagen in einen Christkindlmarkt, in den Weihnachtsmarkt, in den Wintermarkt oder wie es auch immer heißt. Kann dann über Frankreich bis nach Italien flüchten und in Italien wird er erschossen. Dann ist das Behördenversagen. Und wer ist Chef der Behörden? Die regierenden Parteien. Also keine AfD. Uns gibt es seit 7 Jahren. Ich kann nichts dafür, dass der Depp mit Lastwagen in den Christkindlmarkt gefahren ist und ich kann nichts dafür, dass der andere, der wo übrigens angeblich sogar Jäger war, deswegen hat er schwere Waffen gehabt und nicht gerade Sportschütze, wird um sich schießt, von dem, wo wir spätestens seit November 19 wissen hätten müssen, dass er durchgeknallt war. Da wird er irgendwo eine Anzeige gestellt hat gegen einen Unbekannten oder was weiß ich. Also, wir haben doch nur dafür da, die Leute aufzuklären. Und das ist das Wichtigste, was wir mir deren. Und das ist, was mir am Herzen liegt, einfach nur zum sagen, das ist Fakt, das ist Fakt, das ist Fakt. Und wir haben gesagt, das geht über den Bundestag, das geht über den Landtag. Und jetzt kommen wir noch kurz zu der kommunalen Politik. Warum ist kommunale Politik so wichtig? Ein Beispiel, wir haben einen Bürgermeister, der kandidiert nicht mehr. Warum kandidiert er nicht mehr? Nicht, weil er nicht mehr darf, sondern weil ich zu ihm hingegangen bin, sage ich, Freund der Sonne, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst in Rente, du hast das Alter, oder du kandidierst nochmal. Wenn du nochmal kandidierst, dann wird öffentlich, dass deine Rolltore vom Feuerwehrhaus falsche Ausschreibung gehabt haben. Dass dein Malermeister, der dein Rathaus gemalt hat, nicht in der Handwerksrolle drin steht, also du Schwarzarbeit finanziert hast damit. Sage ich, möchtest du, dass das aufkommt oder gibst du dein Amt ab? Also ich möchte es nicht wissen. Der Filz im Bundestag ist groß, aber das ist übrigens Lobbyismus und Klumpenzeug. Im Landtag weiß ich es nicht, da müssen wir mit Ulrich reden. Aber das Schlimmste ist, wenn wir halt irgendwo Bürgermeister und Landräte über Jahrzehnte haben. Mein Bürgermeister sitzt schon 36 Jahre drin. Ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen. Aber wenn ich 36 Jahre irgendwo in einem Amt sitze, dass da geschmiert wird, dass da geschoben wird, dass da Sachen verdrungen werden, das muss auch für meine Namen sein. Wir haben in einem Land, in einem bürokratischen Land, wir haben vielleicht zwei Bürokratie, aber was da geschoben wird, was da geschmiert wird, was da wird. Und deswegen haben sie so viel Angst vor uns. Weil wir die haben, die sich da auferstellen und sagen, der hat das verbockt, der hat das verbockt und der hat das verbockt. Und vor dem haben sie Angst. Aber sie haben da keine Argumente nicht gegen uns. Ich meine, das sieht man auch im Bundestag. Ich meine, ich sitze im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, bin da auch der Sprecher dafür, bin ein agrarpolitischer Sprecher, hört sich relativ schön an, bin zuständig für den Bauern. Die stimmen alles gegen uns. Deswegen sage ich, die Bundesrepublikanische Einheitspartei. In meinem Ausschuss war ich ein einziger Antrag von uns, was die FDP immer enthalten hat. Alles andere haben sie geschlossen abgelehnt. Da waren aber gute Sachen dabei, direkt vom Markt und von den Bauern. Die haben zum Beispiel, die haben gar nicht gewusst, wie es wegkommen soll. Sogar die CSU gesagt, da ist gar nicht so schlecht der Antrag und bla bla bla, können wir vielleicht damit drüber reden, aber wir lehnen ab. Das hat doch nichts mit Politik zu tun. Ich meine, wenn ihr der Punkt X oder Punkt 5 oder Punkt 8 nicht gefällt, dann lasst uns den ganzen Tag 30 drüber reden, aber nicht einfach ablehnen. Und das ist das, was ich vermisse und das ist das, was mich so aufregt. Ich meine, wenn einer eine gute Idee hat, ob der links, rechts, quer, schwarz oder gelb ist, ist mir das scheißegal. Wenn er eine gute Idee hat oder eine gute Idee, dann muss man drüber reden. Dann muss man drüber reden können und das ist Demokratie. Und wenn es eine größere Sache ist, dann müssen wir das Volk befragen, dann müssen wir, egal ob das in der Gemeinde, in der Stadt, im Kreis, im Land oder im Bund ist, dann müssen wir Volksbefragungen einführen, weil wenn wir halt Volksbefragungen haben, meine Damen und Herren, dann hätten wir keinen Euro, dann hätten wir keine EU, dann hätten wir unsere vernünftige D-Mark und dann ging es uns noch gut, ich gucke es dann 30. So, und jetzt mache ich noch mit Ringer. Prost! So, und jetzt muss ich ja noch mal ein wenig schimpfen, weil das normale Reden, das ist ja eigentlich gar nicht meins. Muss ich noch ein wenig aus dem Bundestag erzählen. Kennt ihr der Claudia Roth? Da gibt es gar kein Gelächter, wenn ich sage, Claudia Roth.
Normal, so, so, normal geht beim Publikum oder so Raunen durch. Oder ist Hofreiter bei euch besser? Hofreiter? Ah, da kommt ein wenig Raunen. Also Hofreiter ist ein wenig bekannter. Haben bei euch da die Gräne relativ stark? Oder ist da nicht Claudia Roth von da ums Eck? Oder hat die nicht für Augsburg oder so kandidiert? Also Claudia Roth ist immer so voll, warum, dass ich so, ich schaue mich, dass ich ein Bayer bin. Also normal bin ich stolz, dass ich Bayer bin. Und seit Claudia Roth sage ich, ich bin nie Bayer, weil da mag ich nichts gegen Entke, aber wenn eine Claudia Roth im Bundestag sitzt und da ist einmal in der Zeitung gestanden, ich muss jetzt als Satire kennzeichnen, also ich kennzeichne das Ganze jetzt als Satire, da ist einmal in der Zeitung gestanden, eine Claudia Roth fühlt sich sexuell belästigt, weil es die AfD-Abgeordneten immer so anschaut. Au! Da muss ich sagen, nein, Frau Claudia Roth, wir schauen mal sie. Nicht nur, weil sie so geil sind, sondern weil es ein Zustand von Deutschland sorgt. Wenn sie sehen, wie sie auf dem Bundestagsvizepräsidentenposten geschafft hat, dann gute Nacht Deutschland. Und das muss ich mir jeden Tag anschauen. Das tut mir weh, meine Damen und Herren. Das ist furchtbar. Prost! Man muss jetzt schon mal ein wenig auf die anderen schimpfen. Rein. Für das haben wir ja da. Bist du dann soweit, Corinna, weil dann hört irgendwann mehr auf? Nein, ich kann schon noch reden, wenn du schreib noch zusammen, kein Problem. Dann erzähl ich noch ein wenig, haben ein paar Bauern da? Gar kein. Doch. Ah ja, doch, doch, dann muss ich jetzt ein wenig über Düngeverordnung schimpfen, muss ein wenig über dann erzähl ich noch kurz ein wenig über Düngeverordnung, aber wahrscheinlich kennt eh jeder, da oder andere wird bei LSV dabei sein, ich bin jetzt, muss ich vorsichtig sagen, sonst kriege ich wieder geschimpft, ja und nein zum LSV, aber der Chef von Bayern wisst schon, der kandidiert auch für CSU. Ich sage jetzt keine Namen, weil der kommt aus meinem Dorf, der Chef von Bayern, von LSV. Der kommt aus demselben Dorf wie ich, mit, haben wir früher mit den Antischtennis gespielt, wir waren mal gute Spätzchen, aber er hat irgendwie ein wenig Kitz gegen mich, dann habe ich ein wenig zurückgeschossen, tut mir vielleicht heute ein wenig leid, vielleicht können wir wieder mal Bier miteinander trinken. Aber wenn der Chef von LSV Bayern für CSU in der Kommunalwahl kandidiert, muss ich mich fragen, ob das überhaupt noch Sinn macht. Wenn der Chef von LSV Bayern mit der Merkel an einem Tisch sitzt und macht Selfies, und wenn der Andresen, nicht, ich mag jetzt nicht persönlich gehen, Leute, Selfies mit dem Hofreiter macht, von den Grünen, aber mit der AfD nicht redet, dann muss ich sagen, haben das wirklich Bauern oder haben die CSU gesteuert, dass Bauern beruhigen sollen? Es behaupten ja böse Stimmen. Ich habe die Frage einmal im Ausschuss gefragt. Sie ist nicht dementiert worden. Obwohl das, wenn ich irgendetwas sage, natürlich alle gleich auf Palme aufspringen. Die Düngeverordnung. Es gibt ja die Bauernmilliarde. Also ich finde es ja für eine Frechheit. Das schaut gerade so aus, als ich schmeiße ein wenig Geld und jetzt halt der Klappen. Entschuldigung, das ist, aber das regt mich so viel auf. Unsere Bauern haben die tagtäglich 365, heuer 366 Tage, 24 Stunden am Tag arbeiten, dass wir vernünftige Nahrungsmittel haben, dass wir ein vernünftiges Fleisch haben. Und statistisch 8%, bei 4,02%, bei denen haben wir Probleme. Aber 96% von den Bauern arbeiten anständig, arbeiten umweltgerecht, arbeiten tierschutzgerecht. Und das sind die wir heute am Pranger stellen. Also sagen wir, haben wir nur die Pläne, die es überhaupt gibt auf der Welt. Ohne Bauern hätte es, es am Sonntag keinen Schweinsbrunnen und ohne Bauern könnte es nicht mehr Milchbein essen. Und das muss ich mir reden, das ist gleich sagen. Und mit der Düngeverordnung, jetzt komme ich zu dem, was wir dementiert haben. Ich habe dann die Frage gestellt, weil angeblich hat der Landtagsumweltminister gesagt, ich kann es leider nicht belegen, weil er selber nicht dabei war, der hat behauptet, die Bauernmilliarde hat die Union gekriegt, dafür darf die Düngeverordnung die SPD abgeben. Dann Kitzing, und ist nicht dementiert worden, meine Aussage. Also muss wahrscheinlich irgendetwas dran sein. Weil normal springen sie mir gleich um Google um, wenn ich so irgendetwas sage. Aber da haben sie alle ganz ruhig, einmal ganz kurz panisch, haben sie mal so, wie sagt beim Fußball, sagt man Rudelbildung oder irgendwie so. Da hat man dann einen Staatssekretär und einen Chef von der Union und einen Chef von der SPD, war einmal kurze Rudelbildung im Ausschuss. Und danach ist aber ein anderes Thema geredet worden, also bekannt worden nicht gekriegt, also ist seine Dementierung. Also muss ein wenig dran sein. Und wenn die SPD, also die Schulze, die Düngeverordnung abgibt, dann wisst ihr, was passiert.
Aber wenn ich einen normalen Menschen erkläre, dass in dem Mist, wo ich rausfahre, Käfer und Wurm drin haben und dass die Käfer und Wurm von Vögeln gefressen werden, dass das praktisch Umweltschutz ist, das kapiert keiner. Aber man darf natürlich dann keinen Mist und keine Gülle nicht mehr von der Sau oder von der Kuh rausfahren. Man muss dann einen Dünger kaufen. Dann nehmen wir einen mineralischen Dünger nehmen. Also, da muss ich jetzt wieder sagen, kann das vielleicht sein, dass man da irgendeine Wirtschaft anstehen möchte, die wo man eigentlich nicht anmöchte. Wir reden immer vom Umweltschutz und dann schmeißt man was Mineralisches aus, wo man eigentlich tierische Produkte hätten. In Gottes Namen 30, wenn einer ein wenig einen Dung über hat, die schmeißen bei mir daheim in den Garten, aber dann wuchs groß wieder. Die haben so blöd, dass sie mit dem Hirn gerade noch rauchen. Aber warum das so ist, kommen wir auf ein anderes Thema zurück. Jeder kennt doch jetzt, also beim Bäcker so ein Zitterl kriegt. Ich kaufe mir in der Früh eine Brezel, die kostet 50 und dann drückt er so ein Zitterl aus. So, jetzt hör mit der Zitterl auf, drücke, sage ich, weil ich ein bisschen die Brezel gegessen habe. Ich brauche das Zitterl nicht. Aber das muss ich jetzt ausdrücken. So, und jetzt müsst ihr mir alle ein bisschen überlegen. Wer hat das Gesetz eingebracht? Die SPD, richtige Antwort. Jetzt müssen wir gerade mal anschauen, wenn der Marktführer von den Kassen und von der Herstellung von den Zetteln gehört. Also die Rollen, die wo da reinkommen, da die Kohlepapier. Übrigens, Kohlepapier, extrem umweltschädlich, aber das müssen wir jetzt ausdrücken. Wenn der Marktführer von der Herstellung der Kassen und von der Herstellung von dem Papier gehört, der SPD. Der SPD hat das Gesetz eingebracht. Kann das sein, dass sich die SPD damit bereichert, dass sie Gesetze einbringen? Ja, das ist so, nicht Zucker, das ist so, das kann man alles nachschauen. Der Marktführer gehört der SPD und der SPD bringt das Gesetz ein, dass der Bäcker oder der Kaffee oder was weiß ich für eine Präsis oder Fußgeld kostet, einen Kohlepapierzettel ausdrücken muss. Ja, sammelt sie Scheißzettel und schickt sie alle der SPD. Ja. Das ist ja ein sehender Dreck, da wird er mit dem Hirn. Sag mal, wie blöd ist in Deutschland mittlerweile wohnen? Wie blöd haben wir wohnen? Düngeverordnung, jetzt muss ich mit meinen Bauern bitte noch ein wenig weiter. Weil Corinna, glaube ich, ist auf der letzten oder vorletzten Seite, dann bin ich weit. Ja, ich muss ja ein wenig den Livestream, ich muss ja meinen Landesvorsitzenden ein wenig erwähnen. Jetzt lacht es ja hin. Die sehe ich gar nicht im Livestream. Danach kommt ja der Green Deal. Oder das Umweltpaket. Dann darf es überhaupt keinen Dunkel nicht mehr rausfahren. Dann könnt ihr keine Gülle nicht mehr rausfahren. Dann könnt ihr irgendwo Gülle krumm machen, könnt ihr es voll machen, könnt ihr sich selber ersäufen. Entschuldigung, ich sage es nicht einfach knallhart. Wer heute noch als Bauer, was anders wird der AfD wählt, wählt seine eigene Vernichtung. Ziel der ganzen Sache ist, da steht zwar vertraulich drauf auf den Zettel, aber das ist mir wurscht. Ziel ist die Landwirtschaft, ich meine, der Timmermans hat einmal gesagt, die Holländer haben wenigstens ehrlich, die zahlen ihren Bauern, wenn sie aufhören, mittlerweile. Ziel der ganzen Sache ist, die mitteleuropäische Landwirtschaft auf Null zu fahren, komplett auf Null, um Flächen für die Industrie zu machen, um Außenhandel zu treiben. Sprich, wir müssen Lebensmittel importieren, dass wir Maschinen, Autos, wie auch immer, exportieren können. So, jetzt stellt aber bei uns schreien es alle, Umweltschutz, Tierschutz, keine Kinderarbeit, was weiß ich, was tun wir denn? Wir tun uns eine Schweinezucht, verlegen wir auf China, um wieder was sechsstöckige Schweinehallen bauen, da wo Viecher mit dem Bagger rausgefahren werden. Sag ich mal, haben wir noch ganz blöd, aber dann haben wir glücklich. Der Unser darf es nicht mehr kastrieren, aber die da hinten dürfen mit dem Bagger umeinander fahren. Sag ich mal, wir haben es uns alle ins Hirn eingeschissen. Die Videos muss ich mir jeder anschauen. Aber ich sehe es ja nicht. Dann geht es mir gut. In den 80er Jahren sind alle auf die Straße gegangen. Keine Kinderarbeit. Heute fahren wir E-Autos mit Deppen, da wo Kinder das Kobalt außerarbeiten, aus dem Boden. Da wo in Chile, wo es Millionen Liter Wasser durch den Boden durchpumpen, für die seltenen Erden, die wir brauchen für Batterien. Wir zerstören unsere Umwelt grob woanders. Das ist das Problem. Aber ich sehe es ja nicht. Dann fühle ich mich gut. Sag ich mir, haben die Grünen und die Roten und die Schwarzen, haben sie die gerade ins Hirn geschissen? Ist das wirklich so?
fürs Geschmack. Das sind Sachen, wo ich sage, denkt der Deutsche nicht mehr dabei. Also ich muss sagen, E-Autos, das mag vielleicht irgendwo eine Zukunft haben. Weil ich mit einem mal geredet habe, sage ich auch früher, ich hab einen Bau gelernt, Elektriker, weil mein Papa gesagt hat, nach der Schule, ich wollte weiter auf die Schule gehen, weil ich bin ja gescheit, habe ich gemeint. Dann hat der Papa gesagt, bevor dass du weiter auf die Schule gehst, lernst du einmal gescheit. Gut, damals habe ich gesagt, spinnst du, ich mein lieber in die Schule, heute sage ich Respekt, recht hat er gehabt. Meine Töchter gefreut ist nicht, dass sie ihren Vater gehabt haben. Aber die müssen genauso tun. Gut, meine Große darf dual studieren, rüber zu arbeiten. Aber ich habe auch gesagt, man muss einmal ein Handwerk erlernen haben, man muss einmal etwas Vernünftiges erlernen haben, dass ich überhaupt weiß, von was ich rede. Weil, wie ich damals Elektriker gelernt habe, haben wir auch einen Akkuschrauber gehabt, da war der Akku, keine Ahnung, so groß. Du hast dann sicher einen Arm gehabt, dass ein Akkuschrauber hin muss gehen und noch zehn Schrauber allein. Also es mag schon irgendwann einmal eine Zukunft haben. Bloß ich kann es halt nicht einfach als Titz machen. Wie gesagt, bei uns der Dirk Spaniel ist in der Entwicklung bei Mercedes. Mein Vater war in der Entwicklung, oder bei Sonderfahrzeugbau, so muss ich sagen, Entwicklung stimmt nicht, bei BMW. Jetzt bin ich 42 mit 15, haben wir schon mit Wasserstoffautos gefahren in der BMW. Die waren damals schon fast serienreif gewesen. Warum muss ich die Wissenschaft, und ein Wasserstoffauto ist das umweltfreundlichste, was es gibt. Und mit einem Wasserstoff könnte ich auch Pullux bauen, mit einem Wasserstoff könnte ich auch Lastung bauen, mit einem Wasserstoffmotor kann ich alles bauen. Aber nein, wir brauchen E-Autos. Und jetzt frage ich mich wieder einmal, denkt es gerade ein wenig. Man muss ja, wenn man rausgeht und macht Wahlkampf, kein Missionieren. Man muss ihnen nur Fragen stellen. Das habe ich da draußen auch. Sag ich jetzt, denk einmal ein wenig weiter. Wir schalten mal Kohlekraft ab. Wir schalten mal Atomkraft ab. Also haben wir unser E.ON, Rewe, wie heißen sie alle, geschädigt. Jetzt müssen wir ihnen irgendetwas bieten, das wo ihnen wieder hilft. Also verkaufe ich E-Autos. Dann können sie einen Strom, einen teuren Strom, der dann aus Windrädern besteht, der dann aus Solarenergie besteht, der dann aus Kohlekraft aus Polen entsteht, der dann aus Atomkraft aus Tschechien, also ich wohne an der tschechischen Grenze. Wir haben Oho-Enden, Oho ist schon, weiß ich nicht, vierte oder fünfte Mal in Folge als sicherstes Atomkraftwerk Europas ausgezeichnet worden, aber ich habe ein Tempelin vor der Haustür. Nein, wir schalten mal Oho ab und den Strom kriege ich dann aus Tempelin. Herzlichen Glückwunsch, da haben wir jetzt gewungen. Ich finde das richtig geil, vielleicht sterben wir dann alles einmal an Krebs, aber dann kommt er nicht mehr von Oho, sondern dann kommt er von Tempelin, da haben wir was gewungen. Vielleicht macht das an der Grenze halt auch stoppen, haben wir keine Grenzkontrolle nicht. Das macht an der Grenze nicht halt. Also man muss einfach wieder einmal normal denken, meine Leute. Einfach normal das Hirn schon. Und die Leute dann fragen, wo sie einen Strom hernehmen möchten für die Autos. Oder einmal fragen, wie der Bullock mit 17 Tonnen, wenn er eine Batterie drin hat, am Feld fahren soll. Übrigens, das ist jener Fahrt zur Zeit, Probetraktor. 17 Tonnen, 480.000 Euro Einkaufspreis. Keine 200 PS. Jetzt fragt sie meinen Bauern, ob der mit dem Flur rausfahren möchte zum Mokern. Irrsinn. Fragt sie mir einen Lastwagenfahrer, wie weit das der mit seinem Lastwagen kommt, wenn er 40 Tonnen ziehen möchte. Es ist Irrsinn. Einfach wieder normale, langweilige, bürgerliche Politik, dann funktioniert es auch. Einfach an das bestehende Recht halten. Mehr braucht man doch gar nicht. Wir haben ein gutes Gesetz, wir brauchen keine neuen Gesetzbücher, wir brauchen nichts umwinden. Wir haben ein gutes Gesetzbücher, wir haben gute Menschen, aber nein, wir Idioten schafft man es so. Einfach wieder gute, normale, bürgerliche, langweilige Politik auf wissenschaftlicher Basis und aus Deutschland wird wieder das Deutschland, das wir vor 20 Jahren gehabt haben. Und dann haben wir alle glücklich und dann geht es uns alle gut. Und da ich keinen Schnaps nicht gekriegt habe, obwohl dass ich mein halbes Bier zu Hause drin habe, höre ich es auf. Achso, zwei Halben, ich habe kein Bier nicht mehr gekriegt. Nein. Hat mich gefreut, dass ich kommen darf. War wirklich schön und jetzt mehr am Schluss noch. Wie gesagt, ich muss einfach nur etwas sagen, weil ich habe zwei Dirnl und wenn sie sagen, ja, was haben die Flüchtlingskrise genommen oder was hat denn das?
Was habe ich das da? Meine Tochter tanzt den Dingelfing, die tanzt Rock'n'Roll, die Große. Und mit 15 Jahren, wisst ihr, da wächst der Busen, da wächst der Arsch, die hat lange, lange blonde Haare, bis, was sagt man da, so Mitte Bugel. Und die Tanzschule ist im Bahnhof. Und eine Freundin von meiner Frau arbeitet in so einem Matratzenlager, Bettenlager, den ist das Bettlager, nein, den ist es nicht. So wurscht, in so einem Matratzenlager, das ist 700-800 Meter weg vom Bahnhof. Aber sie müssen an einem Flüchtlingsheim vorbeigehen. Das hat es genau zweimal tun und sagt, Mama, ich erst tanzen auf, ich gehe dann immer vorbei. Die haben einen Nachpfiffer, die haben einen Nachhitung. Und richtig kapiert habe ich es, ich weiß nicht, wofür Geburtstag das von meinen Kindern war. Die haben beide, einen im Herbst, einen im Winter. Und wir haben es gerade immer in Dingelfingen, so ein großes Bad. Und wie es noch kleiner waren, haben wir mit den Kindern aber dann ins, was kleiner, bis vor 3-4 Jahren, haben wir in den Geburtstag mit ihren Freundinnen ins Caprimo gefahren, zum Bohnen. Und wir dann so etwas dunkelhäutigere drin waren mit den Handys und haben die Kinder fotografiert. Dann hat es mir einen Vogel rausgehauen und habe gesagt, das kann nicht sein. Ich bin in einem friedlichen, ich bin 77 geboren, bin in einem friedlichen, freien, demokratischen Land aufgewachsen. Und genau das möchte ich meine Kinder und hoffentlich auch meine Enkelkinder auch wieder übergeben. Und ich möchte nicht, dass meine Töchter irgendwann einmal mit Burka, Nidschab oder was weiß ich was umeinander laufen. Und wenn wir mir jetzt einen Arsch nicht enthätigen, wenn wir mir jetzt nicht Gesicht zeigen, dann verlieren wir unser Land, meine Damen und Herren. Und es gibt kein zweites Deutschland. Dankeschön.